Das Geile ist, und du siehst am Ende des Tages, was du gemacht hast. Es sind verschiedene Sachen, die mich treiben. Lebenslanges Lernen, Teamwork. Dabei sind viele Besonderheiten. Er wurde IHK-Preisträger. Angeber. Ich heiße Abbas, ich komme aus Pakistan, ich arbeite momentan im Werk 8 und dort bin ich als Monteur eingestellt. Dort mache ich verschiedene Tätigkeiten, Rohrverlegung anpassen, Antrieb montieren und Maschine zusammenfahren, Zylinder einbolzen, ab und zu mal ein bisschen schweißen. Ich tue gerade die Kugelhanne montieren, damit die Maschine später mit dem Frischwasser versorgt wird. Die Maschine baut später einen Tunnel und in dem Tunnel werden die Wasserversorgung und Leitung gelegt. Man muss technische Wissen haben, räumliche Gedanken, dass man sich vorstellen kann, wie das Produkt aussehen kann später, wenn das zusammen montiert ist. Das kommt später rein, genau mit zwei Ringe. Da brauchst du immer jemanden, der die Ringe zumindest hält, weil das ist eine Passung. Ist auf Mikrometer gedreht und da muss man genau den Loch treffen, weil sonst verkalkt und dann hat man Probleme. Hey Jan, schön, dass du da bist. Kannst du mir kurz helfen? Ja klar, alles gut. Als ich nach meiner Ausbildung bzw. ins zweite Jahr rauskam in die verschiedenen Werke, dann hat mir am meisten in Werk 8 Spaß gemacht. Das Produkt, Arbeitsklima, Teamwork, das man gegenseitig unterstützt. Das ist ständig so, dass wir, wenn wir durchlaufen, uns auch selber sehen, dass jemand Hilfe braucht, die Jacke ausziehen, Handschuhe anziehen und dann einfach mit anpacken. Das ist auch mit der einen Grund, warum wir gerne zur Arbeit kommen, die Kollegen, dass jeder jedem hilft. Also wir machen die AVN-Maschinen, automatische Vortriebsmaschine NAS nennt sich das. Für kleinere Projekte, zum Beispiel Abwassertunnel. Hier im Werk 8 decken wir tatsächlich fast alle Berufe ab, die man so benötigt, um eine Tunnelbohrmaschine zu bauen. Mahlzeit. Mahlzeit. Ich habe in meinem Heimat auch eine Ausbildung angefangen und ich habe das erste Jahr beendet. Danach musste ich leider von dort flüchten, wo ich vieles erlebt habe auf der Straße, in den Bergen, im Dschungel, ohne Essen, ohne Trinken. Ich habe von null angefangen. Ich hätte nicht viele Möglichkeiten gehabt, eine Ausbildung anzufangen, weil meine Sprache war nicht so toll. Ich habe mich überall beworben und die erste Zusage bekam ich von Herrenknecht. Am Anfang habe ich ganz viele Mitarbeiter einfach nicht verstanden. Wir haben immer miteinander gearbeitet und aus dem habe ich eine sehr viele Stärke rausgenommen. Natürlich, der menschliche Aspekt spielt immer eine Rolle. Gerade wenn ein Ausbilder auch einem zeigt, ich sehe Potenzial in dir, ich traue dir was zu, was bei mir jetzt glücklicherweise der Fall war. Und daher sehe ich es irgendwo auch als meine Pflicht, meine jungen Leute die Türe aufzumachen, die mir damals aufgemacht wurde. Wenn ich jetzt an der Abbas denke, er wurde IHK-Preisträger, ist hier in die Lehre gegangen, macht jetzt nebenbei in der Abendschule seinen Meister. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich habe zwei Preise bekommen. Weißt, ich weiß genau, was später meine Kollegin sagen werde. Ich weiß genau. Weil Angeber. Ich mache ja momentan Teilzeit meine Masterschule. Wenn da irgendwie eine Möglichkeit für mich gibt als Meister, dann werde ich auf jeden Fall mich dort bewerben. Jeder, der hier Leistung zeigt, wird auch gefördert. Als ich in meinem Heimat war, habe ich mich gar nicht interessiert für Fußball. Ich kann nicht so gut spielen, aber man lernt lebenslang. Deshalb mache ich immer weiter und bleibe immer dran und gebe Gas.